Hallo, lieber Leser. Mein Name ist Robert Liebscher. Ich bin Historiker hier in Berlin und Autor des Buches Wohnen für alle, die Kulturgeschichte des Plattenbaus. Ich habe mich bereits während meines Studiums natürlich mit Themen zur Geschichte der DDR beschäftigt. Warum ich allerdings dieses Buch geschrieben habe, lässt sich wohl eher aus meiner eigenen Biografie erklären. Denn ich habe selbst über 20 Jahre in einem Plattenbau gewohnt und maße mir deswegen auch ein bisschen an, etwas darüber schreibend erzählen zu wollen. Beim Schreiben dieses Buches dachte ich zunächst, Plattenbauten sind so, wie ich sie als kleines Kind in der DDR kennengelernt habe. Einheitlich, grau und auch nur in der Form, wie ich sie sah. Allerdings habe ich beim Schreiben dieses Buches zwei interessante Erfahrungen machen können. Nämlich erstens, dass die Geschichte des Plattenbaus viel, viel älter als die der DDR selbst ist. Dass die Idee, Wohnungen aus vorgefertigten Teilen zu bauen, eine jahrhundertealte Idee ist, die im 19. Jahrhundert durch die Industrialisierung erst recht einen großen Schub bekam. Zweitens habe ich festgestellt, dass es Plattenbauten auch nicht nur in der DDR oder im sogenannten Ostblock gab, sondern dass sich Plattenbauten über den ganzen Globus erstrecken und überall dort entstanden, wo sich Regierungen, Staaten darum bemühten, entsprechenden Wohnraum für die Bevölkerung bereitzustellen. Wir stehen heute hier in der Mitte von Berlin, direkt hinter dem Alexanderplatz in der Berolina Straße, einem innerstädtischen Plattenbaugebiet in der Mitte des ehemaligen Ostberlins. Den Plattenbau, den Sie im Hintergrund sehen, ist mit gelber Farbe neu saniert worden. Ob allerdings ein Eimer Farbe reicht, die Vision der Plattenbauten, die soziale Idee, die dahinter steckt, auch noch über die nächsten Jahrzehnte weiterzuverfolgen, das ist nach wie vor eine offene Frage. Eine Frage, die ich mir auch in meinem Buch stelle. Was mir noch übrig bleibt, ist Ihnen, lieber Leser, viel Freude und Spaß beim Lesen dieses Buches zu wünschen. Und wenn ich ein bisschen Ihre Neugierde, Ihr Interesse für Plattenbauten, für Ihre kulturelle, für Ihre wirtschaftliche, aber vor allem für Ihre gesellschaftliche Dimension geweckt habe, dann hat sich das Schreiben dieses Buches bereits für mich gelohnt. Thank you.